Dankeschön. Dankeschön, Frau Kollegin. Es war richtig, dass Sie das gesagt haben. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Frau Danner, Sie sind eigentlich eine ganz nette. Aber dass Sie jetzt natürlich sagen, jawohl, wir lehnen Ihren Antrag eben hier aus Gründen des sich aufziehenden Bundestagswahlkampfes ab, ist natürlich ein Stück weit auch der Tatsache geschuldet, dass auch der Antrag gestellt wird, weil Bundestagswahlkampf allmählich eben, entsprechend hier die Parteien etwas polarisiert. Also von daher, wer mit einem Finger auf die anderen zeigt, zeigt mit drei Finger auf sich. Das haben Sie vorhin getan mit Ihren einleitenden Worten, Frau Danner. Und wie gesagt, es wäre nicht nötig gewesen, weil es ja einiges Vernünftiges in dem Antrag natürlich auch drin von den Erwägungen. Meine Damen und Herren, Beruf, Familie, Freunde, Hobbys. Viele Eltern kennen das Gefühl, den vielfältigen Anforderungen des Alltags nicht immer vollumfänglich gerecht werden zu können. Spagat zwischen Job, Haushalt, dem Leben mit Kindern verstärkt oft das diffuse Gefühl, früher schlichtweg mehr Zeit gehabt zu haben. Die Suche nach der Work-Life-Balance bestimmt zunehmend das Leben in der modernen Gesellschaft. Und ja, es ist legitim, dass auch Oppositionsparteien auf diese Problematik natürlich hinweisen. Nur die Konsequenzen, die Conclusio, müssen wir nicht teilen. Um mehr Zeit für ihre Familie zu haben, sind viele Eltern auch dazu bereit, beruflich kürzer zu treten. Auch das wissen wir. Die Zeitpolitik, ein zugegebenermaßen noch relativ neuer Begriff in der gesellschaftlichen Debatte, gehört ohne Frage zu den wichtigsten familienpolitischen Themen. Um gute Zeitpolitik für Familien machen zu können, müssen die Arbeits- und Familienpolitik aufeinander abgestimmt werden. Nur so kann es gelingen, optimale Rahmenbedingungen für familienfreundliche Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen. Die Flexibilisierung der Elternzeit, das Elterngeld Plus, sind erste Schritte in diese Richtung. Darauf haben meine Vorredner bereits hingewiesen. Zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf möchte ich auch auf vom Familienministerium geförderte Initiativen wie zum Beispiel lokale Bündnisse für Familie oder Erfolgsfaktor Familie verweisen, die sich für eine familienfreundliche Arbeitszeit einsetzen. Sogenannte Betriebskitas, Sabbaticals, Homeoffice-Angebote. Hier wird auch in Zukunft sehr vieles sein, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherlich erleichtert. Und ja, da werden wir auch unbeschadet der Aufgabe, die uns der Wähler am 24. September eben hier geben wird, auch in Zukunft über dieses Thema konstruktiv nachdenken. Und ja, Herr Kollege Felgentreu, die Lösung, die Sie jetzt eben hier auf den letzten Drücker uns noch mal hektisch vorschlagen wollen, sind eben hier relativ unprobat, weil wir natürlich eben hier nicht nur Familie, sondern auch Ehe und Familie unter besonderen Schutz der staatlichen Ordnung haben und deshalb Ihre Lösungen eben hier mit Sicherheit von uns eben hier die nächsten Wochen nicht mehr angegangen werden können. Und ja, so langsam wird es eben entsprechend hier, polarisieren wir eben die unterschiedlichen Richtungen. Auch das ist richtig. Gleichwohl freut es mich aber auch, und das gehört auch zu Ihrem Antrag dazu, Frau Kollegin Danner, Sie haben in dem Antrag auch reingeschrieben, gute Zeit, Bildung, Teilhabe. Jedes Kind hat das Recht auf ein gutes Aufwachsen. Wir wollen kein Kind zurücklassen und Chancengleichheit endlich verwirklichen. Da will ich bei dieser, ja, das können ja alle klatschen, stimmt ja sogar. Und da möchte ich mich ausdrücklich bedanken bei den Berichterstattern, beim Eckhard Pohls, eben ich bin hier bei der Kollegin Bahn von der SPD, aber auch bei der Kollegin Walter Rosenheimer, dass es uns jetzt auf den letzten Drücker in dieser Periode noch gelingt, dass wir auch die Situation von Kindern mit psychisch belasteten Eltern noch mal in Ruhe, noch mal mit einem Antrag angucken und gucken, ob da genügend getan ist. Auch das gehört zu dem Antrag dazu, ist nicht expressis verbis erwähnt, aber Sie sehen, trotz der sich aufzeichnenden oder aufziehenden Gewitterwolken des Bundestagswahlkampfes, wir können noch konstruktiv zusammenarbeiten. Das erwartet die Bevölkerung von uns, dass wir bis zum letzten Tag hier konstruktiv zusammenarbeiten und jetzt nicht in die Schützengräben gehen, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen alles Gute, eine schöne Nacht, wie schon gesagt. Ich habe, Frau Präsidentin, meine Zeit nicht überzogen, weil ich immer auf Zeit... Oh, Sie können noch eine Minute reden. Bitte? Sie können noch eine Minute reden. Was, ich soll Zugabe? Sie haben noch eine Minute. Ja, ich will aber nicht. Sie wollen gar nicht. Warum wollen Sie nicht? Einen schönen Abend, alles Gute, Dankeschön. Vielen Dank, ich wünsche Ihnen guten Abend. Dankeschön, Herr Lehrer. Aber der schöne Abend ist...